Mal wieder neu anfangen. Okay, gerade, ja klar, ich habe 1000 voll starke Teams bekommen und habe noch nicht heute keine Chance da ge. Was macht der? Hä? Pfeift er jetzt ab? Hä? Der pfeift einfach ab. Ich hab noch nicht mal, wir haben noch nicht mal angefangen. Ich hab, glaub ich, einen Fehler gefunden. Ich hab, glaub ich, weiß nicht, ob es ein Bug ist. Bin, glaube ich, gerade rausgegangen mitten im Spiel, weil plötzlich der Speicher leer war. Und weil Speicher habe ich gerade, ein Speicher leer war. Und da habe ich das Video dann einfach gelöscht, weil das war so eh beschissen. Ich wollte es eh neu anfangen. Mir ist nicht so peinlich aussieht, weil ich immer so verkackt. Warum hat der jetzt hier. Oh, sorry, ich dachte gerade, ja, ich habe mehr bekommen. Fans. Und ich glaube, wenn du aus dem Spiel rausgehst, mit dem Spiel, darf kein schießt überhaupt keine Tore. Und das versuchen wir gleich mal. Gehen wir auf weiter. Ey, das ist ja so lustig. Jetzt auch wieder auf Spielen. Und dann gleich, wenn wir drin sind, ja, gehen wir raus. So, sind wir drin? So, bin ich jetzt einfach mal irgendwie in die App gegangen, hab paar Minuten gewartet. Ja, bei der App Fancrew. Welches Land hat das beste Spitzenspiel? Ja, sagen die Real Barca, hier Bayern, BVB. 3% hat nur Juve Neapel. Oder 0% Porto Benfica. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Okay, das hat jetzt nicht geklappt. Ich glaube, warte mal. Ich habe, glaube ich, eins gemacht. Ich war drin. Und. So, ich weiß nicht, ob es jetzt geklappt hat. Oder doch, warte. Ich glaube, wenn man die ganze Zeit hier auf Pause. Warte, wir merken uns, wir sind jetzt in der 29, 28. Minute. Pausen wir mal. Dann werden wir jetzt so vielleicht so 10, 10. Wir sind bei 18. 18. merken. Und jetzt gleich sind wir wetten, glaube ich, weit weg. Jetzt gehen wir raus. Und noch 5 Sekunden haben wir noch. Da haben wir jetzt eigentlich schon 0-0. Und ich habe einen Bug gefunden. Und ich schieße sogar noch in den letzten Sekunden noch ein paar Tore. Ich habe einen Bug gefunden. Also, ich könnte es öfters machen, aber das wäre ein bisschen unfair. Und ich mache dazu noch ein Video. Und aber erstmal spielen wir ein bisschen anders. Hier mein Team. So sieht's aus. Nö. Der verändert so meine Chemie zu doll. Mal hier lieber Knochen rein. Und hier, wer war da drin? Den kann ich einfach mal lassen. Hier rechts hat er hier. So, jetzt habe ich euch gerade gelangweilt. Und schau mal hier nach. Ich habe auch neue Liga. Die FMTV Army. Mit auch YouTuber wie zum Beispiel. Da ist ein YouTuber drin. Ich gucke nicht aktiv, aber trotzdem, wenn FIFA Mobile schaue ich auch zu mal. Und können gerne abonnieren, der heißt glaube ich FMTV FIFA Mobile. Wenn ich es nicht falsch ausgesprochen habe. Ich bin bei den meisten Fans auf Platz 4. Ich bin glaube ich der Erste, der beigetreten ist. Wo ich geguckt habe, war gar keiner außer Dominik 2002. Ich glaube, das ist der auch der Gründer. Steht, glaube ich, oben drauf. Dieser Mann da oben. Und ja.
Ich mache später noch ein Video Bug in FIFA Mobile. Und jetzt gucken wir mal, was ist dieses 1 gegen 1? War lange nicht mehr drin. So ist das Start, so eine Art Game. Das ist genauso wie dieses versus Angriff oder anders. Da gerade, das wäre der Schiedsrichter. Gibt es hier überhaupt einen Schiedsrichter? Oder Schiedsrichter bestimmt, aber ist hier einer auf dem Feld? So, da kommt die Chance und Schuss drin. Kruse. Der Typ sagt abseits, aber der hat nur einen Vogel, also. Kier, hallo Kier. Ey, du warst doch mal ehemaliger Wolfsburger. Doch mein Herz, ey. Was hat der vor? Ach, da ist der Schiedsrichter. Das hab ich gar nicht bemerkt. Jetzt bekomm doch mal hier den Ball. Hallo. Der geht mir auf den Sack. Ja, komm mal her. Jetzt habe ich den Ball. Jetzt. Husch, husch. Hallo. Oh. Da habe ich gerade ein bisschen aufgeräumt. Oh, rot. Oh, ich habe zu doll aufgeräumt. Oh, zu doll aufgeräumt habe ich. Ein bisschen. So. Kruse. Steckt er sich allein durch? Also jetzt ein bisschen zu langweilig. Ich spule mal vor. So, ich habe gerade jetzt auf der Idee, was passiert, wenn ich jetzt hier einfach mal rausgehe. Das mache ich jetzt mal gleich. Warum schieße ich jetzt Fotos? Sorry, bin auf dem falschen Knopf. Warte mal. Ich habe gerade nichts gemacht, aber jetzt gehe ich kurz mal raus. Okay, hier geht's anscheinend nicht, weil ich glaube, diese Pausentaste gibt's hier nicht. Kann ich ohne Berührung jetzt spielen? Aber nee, mach ich nicht. Was hat der? Oh, gelb, scheiße. Kann ich nicht mal wechseln? Du Vogel. Hör mal ab, ey. Ich dachte schon längst zu Ende, aber. Gelb zeigt er mir sogar noch an. Jetzt würde ich es nicht wüssten, aber. Gut. Nee. Oh, gibt's hier das gibt's doch immer so einen Abbrechknopf. Knoche, Knoche, oh. Ah ja, den gibt's auch noch. Kehr, weg damit. Kehr, Kehr. Nandinho, was hat der für ein Problem mit mir? Ich hab doch schon rot. Ketchup habe ich auch nicht bekommen. Ich habe einmal Ketchup und Senf. Hier, Senf läuft gerade da oben. Da drin, Kruse. Legende, Max. Ey, Leute, habt ihr bemerkt, dass Jogi Löw, Leute, mit Max am Anfang
Diskriminiert? Wirklich? Zurzeit ist überhaupt kein Spieler, der mit Max anfängt. Keine Ahnung, ich kenne jetzt keinen, der mit Max anfängt und in der Nationalmannschaft jetzt im Moment ist. Gute Beispiele. Max Kruse. Max Meier. Maximilian Arnold, Maximilian Philipp oder Maximilian Eggestein. Oder ganz gutes Beispiel, Philipp Max. Maxi King. Maxi King ist auch nicht dabei. So, jetzt kommt. Sieh ich mit der Senfsoße. Warum schießt er dich? Ich hab doch hier gerade gemacht. Nur weil er kostenlosen Schein für Käse hat auf dem Kopf. Heißt er nicht, der will auch gleich ausgewechselt werden? Wo ist überhaupt unser Trainer? Hallo? Schieß mal einfach mal drauf. Warum? Na, reicht nicht. Aber ist eh gleich zu Ende. Wow, ja. Was war das für ein Spiel gegen SV Sandhausen? Das war's auch mit dem Video. Bis bald. Und Objektset. Das bekommen wir. Ja, so ein Scheiß. Das war's mit dem Video. Bis bald und ciao.